Wie geht es, Wargamer? Volker und der Swan TV sind Garurem und Rorkror. In diesem Kanal werdet ihr viele Interviews finden mit Industrieprofis und Boxers, Battle Reports und vieles mehr. Vor allem Personalkritik. Zögere nicht und abonniert dich, Wargamer! Wie geht es, Wargamer? Hier haben wir den riesigen und erstaunlichen Steingolem der Firma Puppets War. Eine Firma, die wir für ihn vorher des Wann eine große Passion fühlen. Wir lieben eure Modelle und wie ihr in diesem Modell seht, ist es wirklich sehr groß. Wie sein Name gedeutet wird. Ihr könnt sehen, auch wenn es ein Steinelement ist, dass andere Unternehmen oftmals nicht so viel Wert um den Detail geben, kann man in diesem sehen, wenn man genauer hineinschaut, werde ein bisschen zumachen, damit ihr mitbekommt, was ich euch zeigen möchte. Dieser Golem hat Runen. Wie ein Golem, das vom magischen Stein von einem Schaman oder Magier zusammengesetzt wurde und ihn wieder zum Leben gebracht oder sogar besser leben infundiert. Man kann wirklich sehen, dass es erstaunlich ist und das Gesicht sieht auch toll aus. Wenn wir uns den Rücken anschauen, kann man wirklich sehen, dass die Rundenmotiv über die gesamte Modelloberfläche extendiert. Das Set oder besser gesagt, das Modell besteht aus drei Teilen. Man hat den Golem und beide Arme. Und wenn man genauer hineinschaut, kann man sehen, dass auch die Arme auch diesen wunderschönen Runikmotiv haben. Ich denke, es ist absolut erstaunlich und cooles Modell. Man kann diese Miniatur in verschiedenen Spielen benutzen. Zum Beispiel, Garurem wird diesen Modell in seinen Abyssal Zwergarmee vom Spiel Kings of War von Mantic Games benutzen, wie ein giganter Golem. Weil Mantic bei seiner Miniaturenauswahl bis jetzt keine giganten Golem haben, ist der Puppets War Golem die perfekte Ergänzung zu seiner Armee. Jetzt werden wir sehen, wie es zusammengesetzt aussieht und bemalt. Ist diese Miniatur wirklich erstaunlich und hier könnt ihr sie zusammengesetzt sehen. Um diese Miniatur zu bemalen, in Wirklichkeit kann man von der einfachsten Technik zu der mehr Profis-Technik benutzen und erstaunliche Resultat bekommen. Dieses Mal haben wir entschieden, es mit einer roten Untergrundfarbe, mit trockenen Brüste-Technik, mit verschiedenen Rot und Gelb zu bemalen. Nachdem haben wir einen glänzenden Lack darüber gegossen, damit es wirklich so schön feurig aussieht. Mit diesem haben wir auch geschafft, dass ein paar der Zonen ein bisschen dunkel werden. Wenn ihr genauer hineinschaut, könnt ihr sehen, dass es fast schwarze, dunkle Zonen hat, ob wie es den Stein ein bisschen kälter geworden ist und deswegen auch dunkel ist. Das Endresultat ist erstaunlich und mir gefällt diese Miniatur wirklich sehr viel. Ich hoffe, dass ich in der Zukunft die Gelegenheit habe, diese Miniatur zu bemalen. Wenn dir das Video gefällt, kommentiere, klicke Gefällt mir und gib dem Video weiter. Das würde uns sehr viel helfen, Wargamer. Und vergiss nicht, dich zu abonnieren.